Ja, liebe YouTube-Gemeinde, liebe Community, heute für euch mal wieder ein Video, heute mit mir alleine. Ich bin unterwegs im BMW E92 und zwar im 325 Diesel. Wir haben in diesem Fahrzeug 204 PS und 430 Newtonmeter an Serienleistung. Ja, das Fahrzeug ist heute hier zu einer Leistungssteigerung. Das ist klar, das habt ihr auch schon vermutet, vermute ich mal in diesem Video. Aber ich greife jetzt das Video auf, um hier noch mal ein paar Probleme auch vorzugreifen, sage ich mal ganz vorsichtig, weil bevor jetzt dieses Fahrzeug zu mir gekommen ist, hat sich der Kunde selber um diverse Hardware-Geschichten gekümmert, weil hier natürlich oftmals die Thematik ist mit dem Thema AGR, mit dem Thema Saugrohr, wo ihr natürlich auch einige Videos auf meinem Kanal seht. Letztlich hat einer anhand von meinem Video seine Ansaugbrücke ausgebaut. Das macht mich natürlich sehr stolz. Hat mich gefreut, dass es auch funktioniert hat. Er hat noch zwei, drei Fragen gehabt, die ihm nicht ganz klar waren, aber die konnte ich ihm ausführlich beantworten. Und das hat dann auch funktioniert. Und genau diese Thematik war hier jetzt auch wieder das Problem. Und zwar einfach das Thema Verkokung, Verschlackung, Ölrückstände, dass einfach sich das AGR zusetzt, die Ansaugbrücke zusetzt. Und dass er auch einfach undicht wird. Und dann läuft das ganze Öl quasi unten an der Ansaugbrücke raus, wenn die Dichtungen nicht mehr 100% abdichten. Und dann befindet sich das Öl nachher auf der Glühzeitendstufe, geht teilweise in Starter rein. Das hatte ich an einem 530 Diesel von einem sehr guten Freund von mir. Da war es so, dass quasi sich dieses Öl durch die Kapillarwirkung nach und nach in den Starter reingefressen oder reingesogen hat. Und der Starter ist dann quasi mehr oder minder innerlich kaputt gegangen und von jetzt auf nachher hat er seinen Dienst quittiert. Und diese Sachen, die kann man sich mehr oder minder sparen. Das heißt, entweder lasst ihr nachschauen oder ihr schaut selber nach. Leuchtet einfach mal, wenn ihr vor dem Fahrzeug steht, auf der rechten Seite unter die Ansaugbrücke. Guckt mal, befindet sich oder ist da Öl. Und das ist schon mal ein Indiz dafür, dass man auf jeden Fall mal nach den drei Klappen schauen sollte, mal aufmachen sollte, die Dichtungen erneuern sollte und in dem Zuge auch gleich mal gucken kann, ist was verkokt, was ist verkokt und was muss man reinigen bzw. was muss man erneuern. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass man das natürlich macht, bevor man hier eine softwaretechnische Geschichte geht, weil es natürlich einfach so ist, dass das auch etwaige Probleme hervorrufen kann. Die kann man sich natürlich sparen. Ja. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass es definitiv so ist, wenn da irgendwas verguckt, dass unterm Strich der Motor auch nicht mehr die volle Leistung abrufen kann, weil es einfach nicht geht, weil es von der Mechanik, wie schon gesagt, durch die ganze Verkokung und so weiter einfach nicht mehr möglich ist. Vereinzelt ist es bei der Dreiklappengeschichte auch schon zu Motorschäden gekommen, weil die Teile sich gelöst haben. Ich selber habe jetzt davon noch nicht gehört, aber halt die Thematik mit dieser Undichtigkeit. Und deswegen sollte man das in Angriff nehmen. Bei diesem Motor hier, wir haben einen 3 Liter, in dem Fall auch wenn er 325 Diesel heißt. Es ist in diesem Fahrzeug ein 3 Liter verbaut. Es gibt verschiedene, sage ich mal, Teile, die andere Festigkeiten haben, die andere Legierungen haben und. Da kann man gerne mal, das habe ich glaube schon mal erwähnt, ein extra Video machen. Mit UL, OL, Top und so weiter. Das sind einfach die Leistungsgrenzen, was der Motor wo wie kann. Dieser Motor allerdings hat relativ viel Potenzial. Hier sind in der Stufe 2 knapp 80 PS und 140 Newtonmeter möglich, was dieser Motor aushält. Ja, das ist auch das Ziel und das ist auch der Kundenwunsch. Und deswegen bin ich jetzt gerade unterwegs, um Serie zu schauen. Und ob alles in Ordnung ist, weil wie schon gesagt, der Kunde hat hier einiges selber umgebaut und ich bin zum Glück unterwegs. Vor 2 Kilometern ist die Motorkontrolle mir angegangen. Müssen wir uns nachher mal auslesen, mal schauen, ob das im Zusammenhang mit dem Ausbau von der Ansaugbrücke ist, wo der Kunde vollzogen hat. Und erst wenn dann das Fahrzeug, sag ich mal, fertig ist, von Grund auf wieder rein ist und ich weiß, es passt alles, die ganzen Fehler sind beseitigt, dann kann man sich um das Thema Datenstand kümmern, dann kann man sich um das Thema Leistung kümmern.
Leistung kümmern, dass da auch ordentlich was vorwärts geht. Ja. Zum Thema Leistung auch nochmal die Thematik, weil das hat vorher der Kunde auch gefragt, Thema Spritersparnis, ja, warum, weshalb, das widerspricht sich. Es ist immer so, dass der Kunde das nicht ganz versteht, weil man ihm das natürlich schon erklärt, aber er das nicht ganz nachvollziehen kann. Und zwar, dieser Spritverbrauch bezieht sich immer auf, ich sag mal ganz vorsichtig, eine ökonomische Fahrweise beziehungsweise auf normales Fahren. Das heißt, wenn ihr natürlich die Leistung abruft, dann braucht ihr natürlich auch mehr Sprit. Aber wenn ihr zum Beispiel innerorts 50 fahrt, Landstraße 100, so wie davor auch, wenn ihr normal fahrt, dann ist der Spritverbrauch geringer. Das kommt einfach daher, dass das Fahrzeug schon deutlich früher, deutlich mehr Drehmoment hat, deutlich mehr Newtonmeter hat. Das heißt, wir haben eine frühere, stärkere Beschleunigung, einfach ein früheres Ansprechverhalten, das ist gar nicht mehr, das gar nicht mehr benötigt wird, dass man so viel Gas gibt, weil einfach die Gasstellung, sage ich mal, statt 50% oder statt 30% nur noch 15% reicht, um unterm Strich auf die gleiche Beschleunigung zu kommen wie davor. Und deswegen ergibt sich das, diese Spritersparnis, die kommt rein nur im Teillastbereich, wenn man einfach normal, human fährt, wie üblich halt, sage ich mal ganz vorsichtig. Wenn ihr natürlich die Leistung abruft, dann braucht ihr mehr Sprit. Das ist ganz klar. Also das ist Augenwischerei. Das ist rein nur bezogen auf eine ökonomische, normale Fahrweise. Ja, ja, jetzt gehen wir mal nochmal ab und schauen, was der Fehlerspeichereintrag sagt, weil das interessiert mich jetzt natürlich auch. Würde ich gerne mal wissen, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Allerdings fährt das Auto ganz normal. Ich denke, nur eine Kleinigkeit, wo da nicht passt oder vielleicht einen Stecker vergessen, einen Sensor vergessen. Aber Leistung ist ganz normal da. Der Motor läuft ruhig, der Motor läuft sauber. Das sind halt so Kleinigkeiten, die Sachen testet man einfach davor, um sicher zu sein, dass es passt. Zum Thema Leistungssteigerung wird hier natürlich die VMAX aufgehoben, das AGR deaktiviert. Da werden dann die Leute kommen, ja, aber das ist egal. Die Leute, die das haben möchten, die Leute bekommen es und der Rest spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Da immer über dieses Debattieren, legal, illegal, was weiß ich, wenn der Kunde das wünscht, dann wünscht das der Kunde. Und es ist natürlich so, dass die Thematik halt auch ist, nur Frischluft im Vergleich zu Luft, die eben gemischt wird mit Abgasen, ganz vorsichtig, brauche ich nicht erklären, dass der Motor natürlich die Frischluft deutlich besser tut und natürlich das Thema mit der Verkokungsgeschichte natürlich auch aufhört. Das ist ein Kreislaufthema. Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, muss jeder wissen, was er da macht. Es gibt Leute, die fahren mit DPF-Ersatzrohren durch die Weltgeschichte, die fahren ohne Cuts. Sollen sie machen? Finde ich nicht verkehrt, finde ich auch nicht gut, finde ich auch nicht schlecht. Aber schon gesagt, lasst die Leute doch einfach machen. Und jeder muss selber für sich verantworten, was er macht. Wenn man mal schaut, was in anderen Ländern Sache ist, da gibt es so Themen überhaupt gar nicht. Dort ist es egal, was das Auto macht, wie das Auto fährt, was das Auto für eine Abgasanlage hat. Nur hier nimmt man das halt wieder, sage ich mal ganz vorsichtig, auf die Goldwaage. Aber schwätzen wir gar nicht weiter. Ich bin gespannt. Ich kümmere mich jetzt um die Fehlergeschichte. Wollte einfach im Video nur kurz sagen, achtet auf das Thema mit der Krümmergeschichte mit dem AGR. Guckt in meinem Video, wie ihr es zerlegt, was ihr ausbauen könnt, was ihr da beachten solltet. Wir machen jetzt Fehlerbeseitigung und kümmern uns dann um das Thema mit der Leistung. Und deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend und vielen Dank fürs Video schauen. Bis bald. Ciao.